Fritz, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da ist heute Paul Frick von Brandbrauer Frick und Tangerine Dream mein Studiogast. Im Fokus steht aber sein neues Soloalbum. Thank you.
zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe begrüße ich recht herzlich Olaf Zimmermann und da freue ich mich heute, Paul Frick von Brandbrauer Frick und Tangerine Dream begrüßen zu können. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Olaf, und hallo. In der ersten Stunde geht es vorrangig um dein neues Doppelalbum mit dem schönen Titel Hofknicks. Und für die zweite Stunde hast du ein zweiteiliges exklusives Elektrobeats-DJ-Set vorbereitet. Eingangs gehört Allergy Boy im Jan Brauer Neuroman Dub. Jan ist ja neben Daniel Brandt, dessen Version eines Titels wir später noch hören werden, dein Mitstreiter bei Brandbrauer Frick. Zu deinem Solo-Debüt Second Yard Botanicals warst du hier bei mir so circa vor 3 Jahren zu Gast. Ursprünglich war Hofknicks eher so als Remix-Album geplant, entwickelte sich dann aber doch eher in eine etwas andere Richtung. Erzähl doch mal. Ja, es ging eigentlich eher spontan los. Also wir haben halt ein Studio in einem zweiten Hinterhof mit einigen anderen NachbarInnen, die dort Studios, Proberäume haben und so weiter. Und das ist halt so ein gewisses Umfeld oder auch teilweise kollektiv. Also jeder arbeitet mal zusammen und eigentlich fing das so an, dass ich dachte, naja, jetzt habe ich hier zum ersten Mal ein richtiges Album gemacht und vielleicht möchten ja meine Bekannten Remixe oder Reinterpretationen machen. Und naja, relativ schnell hatte ich dann aber eine Reihe von Leuten gefragt und dann haben nur noch wenige gefehlt, um jedes Stück einmal neu interpretieren zu lassen. Und nun habe ich irgendwie von Anfang an gedacht, dass es nicht so ein leichtes Format ist oder dass, wenn jetzt quasi viele Leute einzelne Stücke produzieren, letztendlich, dass das vielleicht als Album nicht gut funktioniert. Und habe allen gesagt, macht, was ihr wollt, aber ich würde gern vielleicht hinterher auch noch wieder dran mitarbeiten. Wieder eingreifen, und, ja. Und das also ist dann halt, teilweise habe ich das gemacht, manchmal ganz wenig, manchmal richtig viel und bei manchen auch nicht. Und jetzt ist mit irgendwie, hat es eigentlich jahrelang gedauert und ich habe das immer nebenbei gemacht, weil man halt viel, ich musste viel auch Leuten hinterherrennen oder eher habe vielleicht noch selber wieder Gefallen getan oder irgendwie Austausch. Und jetzt ist es endlich fertig und es ist eher so mit der Zeit zu einer Sache gewachsen und ich habe dann auch ein bisschen so an der Struktur und den Verbindungen zwischen den Stücken gearbeitet. Hofknicks ist jetzt so eine, fast so eine Art Kollaborationsalbum geworden. In 14 Titeln hast du mit 13 kreativen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Vielleicht ein paar Namen und nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Du hast gerade erwähnt, da sind natürlich auch einige deiner Freunde dabei. Ja, also es war mir sehr wichtig, dass Jan Brauer und Daniel Brandt, also meine Bandkollegen, dabei sind. Bei Tangerine Dream war ich damals noch nicht. Das heißt, diese Seite fehlt tatsächlich hier. Sonst hätte zum Beispiel Thorsten Questioning auch drauf sein müssen. Oder dann viele Leute, mit denen ich schon lange arbeite oder vielleicht auch früher schon in Bands war. Und auch Leute, denen ich vielleicht auch schon mal einen Gefallen getan hatte. Und dann habe ich mich, also zum Beispiel bei Gut Ruhn Gut, die kenne ich zwar auch, aber da bin ich jetzt halt eher so Riesenfan. Und habe mich da einfach getraut, sie zu fragen. Und das war tatsächlich eine sehr gute Idee, weil dann meinte sie, ja, dann mach du doch auch einen für mich. Und das war natürlich toll. Und mit Gudruns wirklich toller Neuinterpretation geht das Album auch los von meinem Stück Schöneberg über meinen Heimatbezirk. Und genau, aber die meisten Leute auf dieser Platte sind so ein bisschen sowas wie ein Ausschnitt meines Umfelds und von diesem Hof, wo wir arbeiten und wo man halt auch zwischendurch immer Austausch hat oder was zusammen macht. Du hast gerade schon das Stichwort geliefert, Schöneberg. Damit beginnt dein Doppelalbum. Gudrun Guts Home-Mischung heißt ihre Version. Sie war ja auch schon mal Vokalgast auf einer Brandbrauer-Frick-Platte. Wie lief dann so die Zusammenarbeit mit ihr an diesem Stück? Sie hat ja da auch Gesang addiert. Ja, also in dem Fall lief es wirklich einfach nur so, dass sie das alles gemacht hat. Ich habe da gar nicht dran mitgearbeitet, ich habe nur das Material geliefert, meine Spuren und das hat Gudrun einfach so gemacht und ich war baff und habe ihr einfach nur gesagt, danke, danke, danke. Bevor wir den Titel jetzt auch gleich hören, die Anmerkung, dass wir in dieser ersten Stunde alles von Vinyl spielen, in dem Falle deines Doppelalbums die Testpressung, weil das Album erscheint erst Ende dieses Monats.
Schöneberg und Babybell aus dem neuen Paul Frick-Doppelalbum Hofknicks. Und Paul Frick ist heute mein Elektrobeat-Studiogast, Musiker bei Brandbrauer Frick und Tangerine Dream. Wir sprechen in dieser Stunde über seine neue Solo-Veröffentlichung und gleich auch über die EP und Zusammenarbeit mit Emikarp. Noch angefügt nach Schöneberg in Gudrun Guts Home-Mischung Babybell im Benjamin Tierney Warehouse Weapon. Er ist auch noch mit einer Miniatur auf deinem Doppelalbum vertreten. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wer ist das genau? Das ist ein guter Freund aus Los Angeles, der arbeitet viel als Toningenieur und für tolle Künstler. Also der hat unter anderem bei dem Album The Epic von Kamasi Washington, das hat er mitgemischt und er hat mit ja wirklich Legenden wie Madlib, Cut Chemist und zusammengearbeitet. Und ich hatte ja tollerweise übers Music Board 2018 dieses Los Angeles Stipendium und war 3 Monate dort und habe halt oft auf Benjamins Studio-Couch geschlafen und dann mit ihm Sachen gemacht. Und es kam, ich glaube, er war auch der Erste, der überhaupt irgendwas gemacht hat. Und von dem, ja, da sind dann irgendwie gleich 2 Versionen rausgekommen. Seit vielen Monaten frage ich meine Studiogäste danach, wenn es sie auf eine einsame Insel verschlagen sollte und man sich für ein Elektronikalbum entscheiden muss, welches wäre das da bei dir? Oh Gott. Ja, also wenn ich da jetzt zum Beispiel 2 Decks hätte, dann würde ich mich für irgendwie eine Platte entscheiden, wo ich mit den 2 aus 2 Sachen mir immer neue Konstellationen machen müsste, weil sonst wäre es echt schlimm. Immer mit das ist aber so ein bisschen eine Schummelpackung. Ja, stimmt. Gut, ich sage jetzt mal vielleicht, was ich mir spontan vorstellen kann, wäre Farben. Okay. Von Jan Jelinek. Also Farben von Farben. Mhm. Paul, salopp gesprochen, tanzt du musikalisch auf 3 Hochzeiten, bist festes Mitglied bei Brandbrauer Frick, seit 2020 auch bei Tangerine Dream. Das hat auch unmittelbar mit dieser Sendung und der 1000. Ausgabe zu tun. Da habt ihr euch kennengelernt. Und du hast außerdem auch noch Zeit für Solo-Veröffentlichungen, wie die, die wir heute vorstellen. Wie schaffst du das so vom Zeitplan her? Schlafen fällt da völlig weg. Ihr seid ja momentan, wo du involviert bist, über 2 neuen Alben mit Brandbrauer Frick und Tangerine Dream. Und eine Tournee mit TD ist auch in Herbst in Vorbereitung. Ja, und das spielt sich gerade alles noch ein bisschen ein. Also das Komische ist halt gerade, man weiß natürlich gar nicht genau, wie das dann alles zusammenpasst in einer, sage ich mal, normalen Situation, die hoffentlich irgendwann wieder kommt, wo wir halt viel mehr spielen würden. Und gerade ist es echt viel, aber auch schön, halt jeden Tag ins Studio zu gehen, entweder an der einen Sache zu arbeiten oder mit der anderen oder in ein anderes Studio zu gehen. Und bei meinen, da ich halt in 2 festen Gruppen oder auch Maschinerien bin, ist mir im Wesentlichen bei meinen Solo-Sachen sehr wichtig, dass es da keinen Druck gibt, dass ich frei bin. Also, dass ich eigentlich keine Regeln habe und auch die üblichen Regeln, die man als Künstler in diesem Fall, verfolgen sollte in dem Business, dass ich das halt auch alles relativ ignoriere oder das Privileg habe, es zu ignorieren, weil ich ja in 2 festen Sachen bin. Und deswegen hat es auch so lange gedauert und ist aber eigentlich trotzdem eher Arbeit im Kollektiv, weil mit den ganzen Leuten, die irgendwie auf dieser neuen Platte Hofknicks gespielt haben, also da gibt es ja noch das ganze Material, was weiterverändert wurde, was auch nochmal bestimmt über 20 InstrumentalistInnen waren. Also ich würde behaupten, da sind bestimmt 40 Menschen auf dieser Platte und das ist irgendwie ein Gedanke, der auch gerade jetzt, wo, naja, wir uns irgendwie damit beschäftigen müssen, wie wir halt das Musikleben wieder hinkriegen und so. Genau, es ist auf jeden Fall so ein Fokus auf die Gruppenarbeit. Es gibt nicht nur ganz aktuell dein Solo-Doppel-Vinyl Hofknicks, was Ende April erscheint, sondern auch ein EP mit Imika in Parallel auf der A-Seite in schönem durchsichtigen Pink-Vinyl, 4 Stücke von euch und auf der B-Seite Reworks von Concept. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Imika? Kennst du sie schon lange und wie war dann sozusagen die Zusammenarbeit von euch im Studio? Was kam da von wem, an welchem Instrument? Ihr spielt ja eigentlich beide Tasteninstrumente, also Piano.
Ja, das war richtig spannend, fand ich, mit Emeka zu arbeiten und eine total unorthodoxe Art Musik zu machen. Also wir kennen uns seit, ich glaube, 2009, haben damals schon zusammengearbeitet, haben ja auch ein Stück von ihr mit Brandbrauer Frick, mit dem Ensemble quasi gecovert mit ihr zusammen. Und wir hatten uns viele Jahre aus den Augen verloren und uns letztes Jahr bei einem United We Stream DJ-Gig wieder getroffen und ein langes Gespräch gehabt. Und ja, infolgedessen hatte sie, also wie kann ich das beschreiben, Emeka schreibt, die ist ja auch Musiksoftware-Programmiererin, hat es richtig studiert in Bath in England. Mhm. Und kennt sich da viel, viel mehr aus als ich. Und die schreibt Algorithmen, die einem Tonfolgen letztendlich modulieren oder ausspucken. Und sie hat mich gefragt, also sie wollte mir mal ein paar davon schicken und wollte mich fragen, ob ich damit was mache. Und ich war ziemlich begeistert, weil, gut, ich hole jetzt nicht zu sehr aus. Und das heißt, erstmal hat sie mir eigentlich nur Synthesizer-Spuren und Noten geschickt, MIDI-Noten. Und ich habe einen Freund, der ist Kai Sievers, der baut tolle Roboterinstrumente und der hatte mir gerade ein dreioktaviges Roboterglockenspiel ausgeliehen. Okay. Und dann hatte mir halt in dieser eben erster Lockdown-Situation Emeka Noten per E-Mail geschickt und das erste, was ich gemacht habe, war, sie durch einen Roboter zu jagen. Und das habe ich direkt aufgenommen und so ging das eigentlich los. Und dann habe ich noch mehr Klavier drüber gespielt und haben wir noch, das heißt, das war aber größtenteils wirklich eine Fernarbeit. Und dieser Roboter-Part, von dir gerade angesprochen, der ist jetzt auch auf dieser EP zu hören? Ja, ziemlich viel. Alles, was man da so an Glockenspiel hört, auch viele so hohe Mechanikgeräusche, wo, wenn zum Beispiel man das ganz leise spielen lässt oder mit Filz dazwischen, dann kann man da und vielleicht die Frequenzen der Grundtöne wegnimmt, dann kann man daraus irgendwie Perkussion machen. Genau. Ich erwähnte schon, wir spielen in dieser Stunde alles von Vinyl. Ich habe dich im Vorfeld der Sendung gefragt, welchen Part, das sind ja insgesamt 4 Parts, du da bevorzugen würdest. Und du sagtest vielleicht Part 2. Was gibt es zu diesem Stück zu sagen? Zu dem Stück, ich weiß nicht, ob ich es am liebsten mag. Es ist irgendwie, ich mag daran, dass es so anfängt, als wäre es wirklich ambient und würde dahin plätschern. Ich liebe diesen Moment, wo es plötzlich in eine andere Richtung losgeht.
Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank. Und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill. A missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill. This is not a drill. This is not a drill. If you are indoors, stay indoors. If you are outdoors, seek immediate shelter in a building. Remain indoors well away from windows. If you are driving, pull safely to the side of the road and seek shelter in a building or lay on the floor. Parallel Part 2, Emeka und Paul Frick mit einem Stück aus ihrer gemeinsamen EP und FFO Dorsch im Plankton vs. Defcons Fels Alert Bomb Rework oder Remix. Und mein Studiogast in diesen zwei Elektrobeat-Stunden ist Paul Frick von Brandbrauer Frick bzw. Tangerine Dream. Es geht aber um sein Soloalbum Hofknicks. Die zuletzt gehörte Nummer, Paul, wer hat da das Rework oder Remix gemacht? Plankton, der heißt dann echt Jens Strüver, ist ein guter Freund von mir und Nachbar, also fast Nachbar. Und Robert Defcon, die haben das zusammen gemacht, die haben ein Duo-Projekt. Den Defcon habe ich noch nie getroffen, aber der Plankton hat den Defcon mit eingebunden. Und die sind halt sehr beeinflusst von so frühem Hip-Hop und natürlich Krautrock und Can und solchen Sachen und auch so
Klangexperimenten à la Stockhausen und ich fand es sehr interessant, womit die da angekommen sind. Von wem kam da so der Vocal Part oder ist das was Gesampeltes? Das ist von denen. Also die haben es gesampelt, weil das war, ich musste selber erstmal rausfinden, was es ist. Das war vor wenigen Jahren ein Fehlalarm auf Hawaii. Okay. Und der ist natürlich ziemlich bedrohlich und etwas apokalyptisch, aber das ist, denke ich mal, einfach ja, Material davon. FF Dorsch, der Titelname, für was steht der? Dorsch ist ein Fisch, aber. Ja, also ich muss gestehen, dass so die Titel jetzt gar nicht immer eine direkte Verbindung haben. So mein Motto ist ein bisschen Alltagspoesie, manches ist auch wirklich Quatsch. Ich kann ihn nicht mehr genau erklären. Also FFO heißt Frankfurt-Oder und ich war auf jeden Fall in Frankfurt-Oder an der Oder, glaube ich, als dieser Titel kam. Und Dorsch ist ein Fisch, aber eigentlich gibt es leider keine besonders tolle Erklärung dazu. Ja, spannend, das hat jedenfalls wiederum nichts mit Hawaii zu tun. Wir sprachen zuletzt über die EP mit Imika im Parallel. Hattet ihr, als es noch möglich war, schon, du sprachst darüber, wann ihr euch kennengelernt habt, aber hattet ihr schon mal Gelegenheit, gemeinsam aufzutreten oder ist da was geplant, wenn es wieder möglich ist? Mit Imika sind wir bei, also die allerersten Brandenburger Freak Ensemble Shows, ich glaube die erste richtige Tour, war mit Imika als Gastsängerin. Das war echt toll, das war auch damals im, muss 2011 gewesen sein, unter anderem im Berghain und glaube ich noch in London und in Brüssel oder so, ja. Genau, sind wir schon. Wir haben auch früher ein paar Mal so in einem Raum, also Sachen ausprobiert. Genau, hatten uns aber über Jahre komplett aus den Augen verloren und konnten uns dann mal so ein Update geben. Das ist interessant, weil das erste Stück, was wir zusammen gemacht haben, war wirklich House einfach, würde ich sagen. So ein House mit so einer Art Pop-Vocal. Und jetzt, über 10 Jahre später, ist es dann halt schon eher so eine Ambient-Piano-Musik, ohne ihre Stimme auch. Ich musste das Vinyl ja erst umdrehen. Auf der B-Seite gibt es 3 spannende Reworks eurer Stücke von Concept, Meeting, Shaking und Glitching Parallel. Concept, wer ist das? Und hast du da unter den 3 Reworks so einen persönlichen Favoriten? Concept habe ich auch noch nie getroffen. Ich kannte nur seine Musik und Emika hat ihn vorgeschlagen. Ich habe ihn mir offen gesagt dann erst angehört und war sofort irgendwie begeistert von so diesem Gespür für Sound. Das ist ein Italiener, der in Berlin wohnt, der ist Francesco, das weiß ich nur. Und ich glaube, was mein Favorit ist vielleicht dieses, ich komme mit diesen Namen nicht so gut klar, aber ich glaube Glitching, das ist so ein kurzes, ne, so 2 Minuten. Genau, das ist die 3. Das ist, glaube ich, mein Top-Favorit. Thank you.
35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Paul Frick ist heute mein Radio 1 Elektrobeats Studiogast. Die Zeit uns rennt uns etwas davon. Musiker bei Brandt, Paul Frick und Tangerine Dream. Und es geht in dieser heutigen Sendung aber eher um seine Solo-Aktivitäten, sein EP mit Imika in Parallel. Daraus gerade gehört ein Rework der B-Seite von Concept und aus dem Doppelalbum Hofknicks Allergy Boy. Wie das ausgesprochen wird, müsstest du freundlicherweise übernehmen. Das ist ein portugiesischer DJ und Produzent, H30H, featuring Clara Guzmão. Ja. Hofknicks, ein ziemlich genialer Name für dein Rework- oder Remix-Album. Wie kam es zu dem? Und vielleicht auch ein paar Worte zum Cover-Artwork. Ja, also schon das letzte Album, Second Yard Botanicals, hat den Hof irgendwie mit drin. Nur es ist eigentlich komisch, so ein Reinterpretationsalbum einfach ganz neu zu benennen. Das wollte ich irgendwie trotzdem, weil halt so was anderes draus geworden ist und so auch lange Zeit dazwischen lag. Und es ist aber im Wesentlichen eine Widmung an diesen Hof, so an diesen Kollektivgedanken und an den Ort, wo ich und wir halt seit 10 Jahren in guten Bedingungen Musik machen können. Und ja, das Hof mit Knicks, das kam einfach so die Idee, dass ich dachte, naja, es ist ja dann so, als ob ich einen Knicks mache, ein Dankeschön vor diesem Hof und irgendwie Knick in der Optik und auch zusammen mit meinem Namen. Ich dachte einfach, komisches Wort, ich mag es. Auch in der zweiten Stunde bist du noch mein Studiogast und hast zwei exklusive DJ-Sets vorbereitet.
An das Ende der ersten Stunde habe ich Neo Biedermeier gesetzt. Das ist ein Rework eines deiner Mitstreiter von Daniel Brandt. Als wir uns zu deinem Debütalbum hier trafen, fragte ich dich sinngemäß, gibt es auf deinem Album auch ein Stück, was in der Konstellation Brandbrauer-Frick funktionieren würde? Und da sagst du, wenn, dann ist das Neo Biedermeier. Jetzt in dieser neuen Fassung von Daniel Brandt klingt es natürlich ganz anders. Welche Gefühle hattest du so, als du das erste Mal dein musikalisches Baby in einem neuen Gewand gehört hast? Ich liebe das, ist einfach toll. Also ich war auch in dem Fall wirklich sehr begeistert und das ist interessant, dass du das erinnerst. Neo Biedermeier war ja eigentlich ein einminütiges, eine Piano-Miniatur, aber irgendwie ein gutes Thema. Und Daniel hat es gefallen, dann habe ich gesagt, oh, kannst du bitte einen Remix machen? Und witzigerweise ist daraus, und Jan Brauer hat es gemischt, auch seinen Remix. Das heißt, irgendwie ist das so eine Art. Das ist eigentlich eine Brandbrauer-Frick-Produktion. Und da haben wir gemerkt, okay, so arbeiten wir normalerweise nicht, weil wir die Musik ja zu dritt schreiben die ganze Zeit. Aber dann wurde tatsächlich auch noch ein Brandbrauer-Frick-Stück draus auf dem letzten Album Echo. Das heißt Fuel. Und da haben wir noch mehr genommen, noch Streicher. Und der Jan natürlich noch mehr. Genau, deswegen gibt es schon langsam absurd viele Versionen von diesem Thema. Wir hören uns, wie gesagt, gleich zur zweiten Stunde wieder. Und hier ist Neo Biedermeier. Thank you.
Beats. Mit Olaf Zimmermann. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde und auch da noch mit Paul Frick als meinem Studiogast, gleich mit einem exklusiven Elektrobeats DJ-Set. We'll be right back.
Willkommen zur zweiten Stunde der Radio 1 Elektrobeats und da ist auch noch Paul Frick von Brandbrau Frick und Tangerine Dream mein Studiogast. Heute geht es aber vorrangig um sein Solo-Schaffen. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Das war ein musikalischer Link zur ersten Elektrobeat-Stunde, das letzte Stück deines Doppelalbums Hofknicks, das Ende April erscheint und Gotzkowski Ecke Turm im Daito's Garage Rack, vielleicht, wer ist das? Daito ist ein toller Techno-Künstler und DJ, den habe ich öfters in der Griesmühle gesehen und den kann ich nur empfehlen. Und der hat eigentlich so das wirklich clubmäßigste Stück für das Album abgeliefert und ich hatte das Gefühl, damit muss es enden, danach kann man irgendwie nichts mehr sagen. Jetzt kommen wir zum ersten Teil deines exklusiven Paul Frick Elektrobeats DJ Sets. Paul, welche Stücke werden wir hören? Eine ziemlich bunte Mischung. Es geht los mit dem großartigen Psychedelic-Schlager-Künstler Schleifstein. Dann kommt Grauzone, was Altes, dann Quaschning und Frick, ein Jam mit Thorsten Quaschning. Dann die tolle Gudrun Gut, dann Pearson Sound. Dann wahrscheinlich einer meiner Lieblingskünstler überhaupt, Theo Parrish und die tolle Josa Peit, deren neues Album Phaeton ich auch sehr empfehlen möchte. Ja,
Thank you.
Radio 1 Elektrobeats. Und das ist die neueste Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats. Und da ist Paul Frick von Brandbrauer Frick und Tangerine Dream mein Studiogast. Soeben gehört der erste Teil deines DJ-Sets. Vielleicht noch so im Schnelldurchlauf. Was haben wir alles gehört? Eine bunte Mischung aus Bekannten aus meinem Umfeld und einfach nur Musik, die mir gerade in den Sinn kam. Also es ist assoziativ und hält sich an keinen Stil. Ich erwähnte es schon, alle Playlist-Angaben können Sie auch noch einmal auf der Elektrobeats-Website unter radio1.de nachlesen. Paul, weiter geht's mit dem zweiten Teil deines Sets und welchen Stücken? Ich habe dabei von Inga Copeland ein tolles Stück Advice to Young Girls, dann eine Art älteren Klassiker von Matthew Herbert, dann habe ich von der tollen Band Station 17, Jesus hat gesagt im Pole Mix, dafür vielen Dank an Ralf Köster vom Pudel Club, bei dem habe ich das gehört und direkt adaptiert. Dann ein Disco-Edit von Kelly Hand, dann Red Grave, die Band von Max Gräf und Julius Konrad, dann ein aktuelles Footwork-Stück von DJ Earl, und noch was von Glenn Astro von seinem immer noch neuen Album, was Homespun, was auch sehr zu empfehlen ist. Und es hört auf mit einem Soul-Klassiker von 1972 von Gloria Ann Taylor. The city is yours.
Jesus hat immer gesagt, wenn ich an Gott glauben tut und wenn ich an Gott nicht glauben tut. Das hat Jesus, Gott glauben tut und wenn ich an Gott nicht glauben tut. Das hat Jesus gesagt. Jesus gesagt. Wenn ich abends zu Hause sitze und die Sterne angucken habe, wenn ich Schmerzen in meine Beine habe, die Schmerzen, dann soll ich nur an Jesus dran denken. Das hat Jesus gesagt. Jesus hat gesagt, du brauchst nicht traurig sein, dass du deine Mutter verloren hast. Das hat Jesus gesagt. Gesagt, wenn ich träume tue, von Jesus träumen tut, dann hat Jesus das nicht gesagt.
Wir schummeln uns jetzt mal in den zweiten Teil des exklusiven DJ-Sets von Paul Frick in den Elektrobeats auf. Erst heute mein Studiogast Paul. Was haben wir gehört oder hören immer noch? Jetzt im zweiten Set haben Sie gehört Inga Copeland, Herbert, Station 17 in einem Pole-Mix, Kelly Hand, Redgrave aka Max Grave und Julius Conrad, DJ Earl, und jetzt geht es gerade über zu Glenn Astro. Das Stück heißt Slowpoke Flange. Und abschließend hören wir noch Gloria Ann Taylor. Und von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass ich hier meine Musik präsentieren durfte. Paul, bedanke mich sehr fürs Vorbeischauen und die beiden Sets und wünsche dir natürlich viel Erfolg und kreative Ideen für die neuen Platten mit Tangerine Dream und Brandbrauer Frick. Wenn die am Start sind, treffen wir uns dann natürlich unbedingt mit deinen Mitstreitern hier wieder zum Interview. Danke dir. Danke, Olaf.
Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.